möchte die Ananas in die Puppe. Everyone start a lab and it's red flag. Ich kann okay, aber du musst machen. Aufpassen, weil wenn du den Freiheit gibst, sich selbst vorzustellen, dann kann sein, dass einige ihre Fantasie zu viel freien Lauf lassen. War das das mit der Monetarisierung? Morgen. Einen schönen guten Morgen. Race Day, ja. Das ist geil. Wir haben in Magdeburg übernachtet, fahren zur Strecke, parken dann wieder in Magdeburg, um dann ins Fahrerlager zu laufen. Auf jeden Fall Qualifying jetzt gleich. Nö, ich bin aber motiviert. Bin gut drauf, muss ich sagen. Alles schön. Geiles Wetter. So, wir werden, glaube ich, einen Satz Reifen opfern fürs Qualifying und den anderen schonen. Dann können wir so ein bisschen pokern. Für morgen ist wieder Regen angesagt, für heute Nachmittag eigentlich auch. Deswegen werden wir da so ein bisschen tricksen, weil wenn du auf einem Reifensatz nur wenig Runden hast, dann wäre der natürlich super fürs Rennen. Moin! Ja, ne? Das Wetter wird schön, also da ja. Hi, euch ist das zufriedenstellen? Danke, danke, ebenso. Guten Morgen. Muss ich mal sagen? Ja. Läuft die Kamera sagen, schon? Ja, läuft schon. Scheiße. Was sind deine Erwartungen? Es ist jetzt nach dem Qualifying. Achso, vom Qualifying. Ich wollte gerade sagen. Hey, warum? Hm? Das sind Schüchtern. Schüchtern. Wir gucken dazu. Also, Güven fährt in die Top 3 ja? Gesamt und Jan fährt in die Top 3 pro Am. Okay. Roger? Probably the same. Yeah, so top 3 and top 3 will be the target. Aber so, wir haben you guys? Was sagt ihr? Paul, Top 3 in der Klasse. Ja, Paul wäre bei dem natürlich eine coole Sache und hier Top 3, vielleicht sogar Top 2 in der Klasse, das wäre natürlich cool. Die überhaupt schon, die hier so rumlaufen? Nee, weil das Lobner noch nicht seine Arbeit geleistet. Das kenne ich, das kommt mir bekannt vor. die stellen wir noch vor, aber alle ganz genau. Weil die Leute wollen echt wissen, was Mechaniker okay, und alles aber du musst machen. Aufpassen, weil wenn du den Freiheit gibst, sich selbst vorzustellen, dann kann sein, dass einige ihre Fantasie zu viel freien Lauf lassen. Das macht schon der Jan, glaube ich dann. Okay. Weil sonst... Dann wird das Video Geld. War das das mit der Monetarisierung? So, ich habe die Jungs schon gefragt, ja. Wo sie dich und den Eiern schon heute sehen. Was, ja. Was schätzt du? Ich glaube, beide P4. Die meisten haben gesagt, beide P3. Mhm. Und das Top-Ding war ja Pool. Oh. Also beim Eiernschaden und bei dir auch P3. Wir werden es sehen. In Kürze. Bis gleich. I'm just calling to say I. I think 2 times P2 pro M. B? Reverse P1? Hmm? Reverse P1? It's yeah. Carlos? Yeah. Okay. Good, good, good. Jo, wie war's? P2, oder? Ja, war gut. War gut, war gut. Gutes Gefühl gehabt. War aber ein krasses Qualifying dauernd. Also erste schnelle Runde war ich erstmal im Kies. So, dann habe ich schon gedacht, schade. Hab mich dann aber ganz gut gefangen. Ein Schuss hatte ich eigentlich nur, dann war rot, dann habe ich noch zwei, die waren aber nicht so gut. Schnellste wurde gestrichen, warum weiß ich nicht, muss ich mir gleich angucken. Ich glaube, das war nicht ganz in Ordnung. Es wurde aber extrem viel gestrichen. Ja, deswegen, ich denke, die sind durcheinander gekommen. Aber das muss ich mir gleich mal auf dem Video angucken und dann kann man immer noch mit Werner sprechen. Jetzt P2 und P21 Overalls. Ja, keine Ahnung. Wir warten noch. Aber. Ja, ja, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall P2. So, first pole. It looked so crazy. Yeah, with the red flag. We have 3-time red flag.
And every time, everyone, just not just me, everyone start a lap and it's red flag. Then you come back, you need to calculate your fuel in the car because it's limited. And yeah, time was tricky. And we go again, good lap and then red flag. So I was like, okay, it's not going to be normal qualifying. And in the last lap, I managed to make It was the very last lap. Yeah, I was like, on the checkered flag, I make my lap. So it's so last moment, like, I was like, I don't know, P5, P6, and suddenly P1. So it's racing, you know, it's like, I can feel the pressure when I start the lap because I know it's my last chance, maybe, even not, because I see people going off again. So also I'm praying to not red flag. Like really stressful, but at the end we make pole position, so yep. Congrats. How does it feel like for the first time in the Carrera Cup? Yeah, good for me. My this beautiful car. Yeah, so I have what will be not end, but it's the first one which I never forget, I think, because of the qualifying style. And yeah, let's try to get points, which we lost too much in Spa. So I will try to get maximum point from today and tomorrow. Hope for the best. Thank you, mate. So, es geht ins Auto. Letzte Wünsche, Anregungen, Beschwerden? Also, FISA fängt an zu regnen, aber ist mir egal. Hast du eine Taktik für den Start? Durchkommen oder richtig links, rechts, Mitte, oben, unten? Das ist, weiß ich auch noch nicht so genau. Ich meine, für den Ayhan-Chan ist es leicht. Der muss versuchen, so schnell wie möglich voranzukommen. Ja, der muss einfach nur wegkommen. Ja, das ist schon, also so P20 rum, da ist halt schon immer Getümmel, ne? Ja. Mal das Beste draus, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht so richtig, also ich versuche. Wenn du dich rechts hältst. Wenn du dich rechts hältst, dann wenn du dich rechts hältst, kann es sein, dass du halt nicht mehr links rüberkommst, ne? Dann stehst du im Kies. So, und wenn du links bist, dann kann dir passieren, dass du dich in den Kies schieben. Also das ist alles Kacke. Mal sehen, keine Ahnung, ich mache mir da auch keine Gedanken, ich fahre einfach und dann wird das schon irgendwo laufen. Viel Glück. Danke. Autonomy is an illusion. Erste Rennen Oschersleben, Ayhan-Chan auf der Pole. Hier sehen wir noch kurz Patrick Simon, auch einer der geilsten Moderatoren, die es so gibt im Motorsport. Reifen, warm fahren, diesmal ja mit Inboard-Kamera. War eine komplizierte Geschichte, ihr könnt das sehen. Es ist teilweise noch nass, also richtig nass. Ja, da ist schon einer quasi in der Einführungsrunde abgeflogen. Nach drei Einführungsrunden wird der Start endlich freigegeben. Der Kollege, der vor mir gefahren ist, ihr könnt das jetzt gleich sehen, da ist ein Riesenloch. Jetzt kommt hier der Rudi Rinn, müsste das sein. Und dann kommt erst der Blaue und da komme ich. Texeira, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Der hat auf jeden Fall irgendwie ein bisschen geschlafen. Das hat viel Zeit gekostet und dann kam er nicht so ganz zurecht. Da habe ich ihn mir hier irgendwann geschnappt. Aber leider hat das ziemlich lange gedauert. Ihr seht nach vorne, die Lücke ist ziemlich groß. Die muss ich jetzt mal zufahren. Jetzt kriege ich hier noch Besuch von den holländischen Kollegen. War sehr, sehr eng. Hier sehen wir Kampf. Leon Köhler, dahinter der gelb-schwarze Hartog, der leider auch nicht viel Glück hatte. Der ist jetzt nämlich weg vom Fenster. Konnte da erst eine Position gut machen, ist dann abgeflogen. Vorbei für ihn das Ganze, musste ewig warten. Jetzt ist er hier genau vor mir. Er konnte dann vor mir wieder auf die Strecke fahren. Schneller Mann, der junge Holländer. Ich glaube 2 Meter groß oder so. Echt ein Riese. Gut unterwegs, auch sehr nett, sehr, sehr cool drauf. Ja, Sieg für Can hier beim ersten Rennen, freut sich. Jean-Luc freut sich natürlich auch. Ja, und wir P2 in der Pro Am, also es war auf jeden Fall ein gelungenes erstes Rennen. Mashallah and Bir 2-3. Du riechst ein bisschen streng. Ja. Bei ihm gab es mit Alkohol. Bei mir gab es mit Alkohol. Ja, beim Ayhan-Chan gab es ohne. Ja, Rosenwasser.
Hochflug. Ja. Wie war es? Also sah schon anstrengend aus. Das Gap wurde immer größer. Ja, das Gap war am Anfang halt einfach riesig und das ist immer kleiner geworden. Weil, ja klar, der vor mir, ich weiß nicht, ob der gedacht hat, ist noch eine Runde Safety Car, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau warum, aber der hat halt nicht Kette gegeben und ich darf ja erst ab Startziel überholen. Aber einmal Purple. Ja, ja, Purple Sektor. Schnellste Sektorzeit von allen. PZ in der Klasse, genau. Ja, ich glaube, also wenn die Lücke am Anfang nicht so groß gewesen wäre, wäre auf jeden Fall mehr gegangen, weil zwischendurch hat es richtig, richtig gut funktioniert. So, ja. Dann zieh dich mal um. Ich glaube, ich gehe tatsächlich jetzt irgendwie ein bisschen duschen oder so. Ich bin die Ananas in die Poprazze. Das ist gefilmt. Ist mir scheißegal. Mit Widerhaken. Ist immer so, wenn man so eine große Fresse hat, wie du hier raus willst. Komm, lauf vor. Da kann ich dich besser von der Treppe schubsen. Wie so eine Pistole. Ich film das alles. Der Traum. Guck mal, sieht gut aus, ne? Ja, du nicht. Nee, da, die Staubfänger. Ja. Ja, wie ihr gesehen habt, es hat ein bisschen geratet. Ja, also wir haben ja Parc Fermé und Co. Ne? Und da werden immer Autos mehr oder weniger zufällig rausgezogen, die dann überprüft werden. Da wird alles mögliche kontrolliert. Sind da die richtigen Stoßdämpfer drin? Ist genug Sprit drin? Ist der richtige Sprit drin? Ist das Auto hoch genug? Und bla und blub und... Ja, schön reinkriegen gerade hier. Guck mal, wie schön das aussieht, obwohl ich im Gebüsch unterwegs war. Im Qualifikatsieg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Es hat echt Spaß gemacht. Ich werde gleich mal mit dem Elektroauto bei der Tankstelle anhalten und wenigstens mal ein paar Ricola shoppen oder so. Und viel Schlafi machen. Und dann hoffe ich, bin ich morgen wieder fit. Nein, nicht. Nein, nicht. Ich möchte das. Ja, bis morgen. Tschüss. Nein, auch nicht. Aua.